Heute schauen wir uns die neue Ploetti EP600 und die B500 Batterie an. Ich persönlich vermute, das könnte eine mögliche Revolution sein im Bereich der Heimenergiespeicher, beziehungsweise hat Ploetti es endlich geschafft, was viele Hersteller scheinbar nicht schaffen, den Brückenschlag von der Powerstation zu einem dreiphasigen Energiespeichersystem. Die Details werde ich euch heute bei den näheren Betrachtungen von den ganzen Utensilien erklären, weil das nämlich sehr viele Begrifflichkeiten sind. Nur am Rand natürlich, Ploetti hat das grenzgenial verpackt mit hochwertigem Schaumstoff und wir werden euch jetzt langsam die ganzen Utensilien im Detail zeigen. Ich hebe das einmal kurz auf, das oben ist der Wechselrichter. Natürlich, der hat auch, ich glaube, knappe 60 Kilo. Man stapelt das übereinander, aber es ist alles gut. Der ganze Turm, wie er jetzt hier steht, das ist die kleinste Ausführung, hat jetzt bisschen über 100 Kilo. Wir werden dann natürlich gemeinsam in den nächsten Monaten das Ding auf Herz und Nieren testen. Ja, ganz wichtige Information für euch. Du kannst bis zu 16 Stück 5000 Wattstunden Batterien, also Daumen mal Pi, 5000 Wattstunden, genau sind es 4960 Wattstunden Batterie, an diesem System ranpacken. Dann hättest du sage und schreibe 80 Kilowattstunden Speicher. Ja, ob man das braucht, das weiß ich nicht, aber Ploetti, lasst da mal sicherlich nichts anbrennen. So, jetzt gehen wir mal schnell zu den ganzen mitgelieferten Utensilien. Das hat Ploetti sehr montagefreundlich gemacht. Das schraubt man dann ran und dann hat man hier seitlich so eine tolle Anzeige. Das wird im Prinzip mit so einem Plexiglas realisiert, dass man hier die LED-Geschichte um die Ecke bringt. Ich würde jetzt einmal sagen, die Kunststoffteile, die schauen wir uns dann im Montagevideo an. Wo auch mein Herz extrem hochgeschlagen hat, ist, wir haben deutschsprachige Bedienungs- und Installationsanleitungen. Und ich sage euch eines, Leute, der, was das manuell geschrieben hat, der hat das wirklich zusammengebracht, dass es wirklich sehr leintauglich ist und wirklich eine Freude macht. Also ich bin kurz drüber geflogen. Natürlich, der Mr. Mining liest jetzt nicht jedes Detail, aber ich prüfe gerne die Manuals. Beim Intertag, wenn es dich ein wenig verfolgt, dann brauchst du aber ein Manual. Und da hat Ploetti seine Hausaufgaben gemacht. Dann, wie schon von den Powerstations von Ploetti, üblich diese lustigen Säckchen, wo dann einfach die ganzen Kabel und den Utensilien drin sind. Das sind so Kabelführungsgummis, wo man dann auch Kabel einhängen kann. Das zum Beispiel ist jetzt die WLAN-Antenne bzw. Empfangseinheit. Und wie bei Ploetti üblich, mit diesen sehr coolen Stecksystemen, da können sich andere Hersteller, und ich weiß, von was ich spreche, ich kenne rund 10 verschiedene Mitbewerberprodukte aus der Fixinstallationsseite in puncto Steckverbindung, können Sie sich da von Ploetti ein wenig was abgucken. Und wir haben hier die Version bekommen mit den mitgelieferten Stromwandlern. Diese Stromwandler brauchen wir, damit wir dann bei unserem E-Werkszähler im Prinzip die Messdaten bekommen, von was für einer Stromrichtung gerade die Energie fließt. Warum ist das wichtig? Weil nämlich die Ploetti eine echte Nulleinspeisung kann. Wir haben hier die Version mit den mitgelieferten Stromwandler bekommen. Es gibt dann natürlich auch eine Variante mit einem Smart Meter Stromzähler. Das Ganze hat man hier, wenn ich das entwirrt habe, sehr einfach gelöst, dass man einfach dann das Ganze nur bei der Ploetti anstecken muss. Kabel ist sehr lang. Diese Kabel kann man auch, das ist wie eine Cremeverbindung, auch verlängern. Und dann hat man wieder diesen sehr einfachen Bajonettverschlussstecker. Alles gut gemacht. Ich werde Photovoltaikstecker und auch eine wirklich scheinbar brauchbare Stiftgeschichte, damit man die wieder abkoppeln kann, sind dabei. Das ist eine, soweit ich das mitbekommen habe, für Erweiterungsports, für Meldekontakte. Im Prinzip eine Cremedose mit der passenden Steckverbindung. Ordentliche Anbauverschraubungen, die benötigen wir dann ja für den AC-In und für den Off-Grid-Ausgang. Montagematerial, die Schrauben werde ich euch jetzt nicht erklären. Und diese zwei Kollegen, die machen dann wirklich Spaß, die werde ich nicht brauchen. Das sind dann die Batterieverbindungskabel. Und soweit ich das sehe, ist das mindestens ein 50 Quadrat. Und auch diese Hochstrom-Batteriestecker, wirklich brutal gut gemacht. Diese Kollegen werden wir dann beim nächsten Video brauchen für die Verbindung. Das heißt, die werden dann einfach hier so angebracht. Und da beim Erdungsbügel, da lässt Ploetti definitiv nichts anbrennen. Da
Das sind dann auch für die Wandmontage, für die Absturzsicherung, damit einfach das ganze Stück dir nicht wegfallen kann. Noch die Metallplättchen, aber jetzt genug zum Zubehör. Es wird Zeit, dass ich diese Box zur Seite krame. So, und jetzt gehen wir das Ganze mal an den Wechselrichter an. Was können diese ganzen Steckverbindungen? Das ist sehr selbsterklärend und das Wichtigste habe ich überhaupt vergessen zu sagen. Die ganzen Pluetti-Komponenten, dieses Energiespeichersystem hat Schutzart IP65, das den wesentlichen Bestandteil, dass Pluetti die ganze Anlage in der Schutzart IP65 konstruiert hat. Das ist wirklich der Vorteil schlechthin, weil es gibt de facto keine Einschränkungen, wo du das gute Stück hinbauen kannst. IP65 heißt strahlwassergeschützt und jetzt ist auch Zeit, dass wir das Hightech-Messgerät auspacken und schauen, wie lang ist dann die ganze Angelegenheit, weil Abmessungen sind oft sehr wichtig. 63 cm in der Breite, wenn man so haben möchte. In der Tiefe haben wir nur 32 cm und das, was glaube ich für die meisten Leute am wichtigsten ist, das ist die Höhe. Jetzt inklusive Sockel schaffen wir aktuell 81,5 cm. Ich würde schon sagen, viel kompakter kann man die Welt nicht mehr schaffen. Schauen wir uns mal die Details von den Anschlüssen an, von dem Wechselrichter und Batterie, Ladegerätmodul. Pluetti hat zwei PV-Tracker, was ich sehr cool finde. Und das Wichtigste ist, weil ja Pluetti mehr oder weniger von der Powerstation-Fraktion kommt und dementsprechend ein Off-Grid-König ist, ist der Tracker auf 550 Volt beschränkt. Richtig, ich habe jetzt nachgeschaut und in der Regel, wenn etwas bei so einer kleinen, verhältnismäßig kleinen PV-Spannung beschränkt ist, hat es natürlich dementsprechend eine geringe Startspannung. Und das ist ja dann der Vorteil bei kleinen Solaranlagen. Nämlich Pluetti hat 150 Volt Startspannung und das ist, was die meisten Hochvolt, also den Installations-PV-Inverter nicht können, weil die herauf bis zu 1000 Volt arbeiten. Dementsprechend ist das gerade für den durchschnittlichen Häuslebauer oder gehobenen Balkonkraftwerkbesitzer dann schon der Vorteil dieser PV-Eingangstracker. Dann, wie bei den Fixinstallationsinvertern üblich, haben wir einen ordentlichen DC-Trennschalter, alles da. Hier haben wir dann die Möglichkeit, die Batterie parallel verschaltet. Die Batterie hat Daumen mal Pi rund 100 Volt. Da hat Pluetti jetzt dann im Prinzip die kleine Spannung mit 48 Volt aufgegeben. Sie sind jetzt schon eigentlich knapp bei der Hochvolt-Geschichte, über 120 Volt sprechen wir von Hochvolt, aber das haben sie gut gelöst mit dieser 100 Volt-Geschichte von der Batterie. Gehen wir gleich weiter zur Batterie. Wir haben hier dann die Möglichkeiten, die Batterien parallel zu verschalten. Das wäre dann die Geschichte für die nächste Batterie, wenn man eine Erweiterung hätte. Das Ganze rund um den Kommunikationspins ist, glaube ich, hier gelöst. Das heißt, hierauf passiert dann die Kommunikation. Was mir bei der Batterie von der B500 sehr gut gefällt, ist, wir haben hier einen DC-Sicherungsautomaten verbaut mit einem Arbeitsstromauslöser. Das heißt für mich, das BMS wird hier, wenn etwas ist, diesen Sicherungsautomaten öffnen bzw. trennen. Hier haben wir den Aus- und Einschalter, womit wir dann im Prinzip die Anlage starten. So, jetzt schauen wir uns die andere Seite vom Wechselrichter an. Hier in diesem Bereich braucht man dann wirklich einen Fachkundigen oder einen Elektriker, aber ich werde das natürlich gemeinsam mit euch machen in einem anderen Video. Dann haben wir im Prinzip hier die Steckverbindung für den Current Device, für den Stromwandler bzw. Smart Grid Zähler. Da ist im Prinzip die Steckverbindung für die Erweiterungskontakte. Hier hat man noch einen USB-Stecker, ich glaube, den braucht man fürs Firmware-Upgrade, aber hier jetzt bitte mich jetzt nicht festnageln, das werden wir am Ende von dieser Videoreihe wissen. Und da beim Comboard wird vermutlich dann die irgendetwas angesteckt, was ich jetzt nicht weiß. Ich glaube, uns interessiert jetzt aktuell mal der elektrische Anschluss, wo man dann einen Fachkundigen benötigt. Unter den ersten 50 Affiliate-Bestellungen werden wir über einen Livestream eine Montage vor Ort bei dir verlosen. Das heißt, der Mr. Mining wird dann, wenn du zu den Glücklichen gehörst, zu dir vorbeischauen. Und wenn du natürlich auch Bock hast, nehmen wir die Kamera mit. Das würde uns eine Mordsfreude machen. Also mehr braucht man, glaube ich, nicht diskutieren. Es ist einfach nur sehr schön gelöst. Wir haben Grid, also mit Netz beschrieben, und die Backup-Funktion, hier das Gamefeld. Da gibt es dann so schöne Winkel-Gabel-Kabelschuhe oder Ring-Kabelschuhe. Noch zusätzlich die Möglichkeit eines Erdanschlusses. Hier in diesem Bereich braucht man leider einen Fachkundigen. Und wenn du die Verlosung gewinnst,
dann werde ich das für dich machen. Im nächsten Video werden wir dann gemeinsam herausfinden, ob ich da wirklich mit meiner Vermutung recht habe, dass das ein möglicher Gamechanger ist. Ich muss noch einmal schwärmen für die ganze Geschichte. Ich räume es gleich rüber für die nächste Position, für das nächste Video. Es geht einfach darum, Freunde, schaut euch das an. Natürlich, die Teile sind schwer, kein Geheimnis. Aber so geht Powerstation, so geht Powerwall, so geht Heimenergiespeicher. Das macht Sinn, deswegen schwärmt der Mr. Mining so. In diesem Sinne vertschüss ich mich und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Mr. Mining.